Hinten ist aber nicht mehr. Nee, okay. Dann gucken wir mal in den Aufträgen rein. Sollte eigentlich zu sehen sein. Das ist halt das Ding hier. Hier. Habe ich jetzt eine Spur? Nö. Dann ist das hier der Ein Haufen Gold. Ich muss hier richtig sein. Der Dieb hat wohl mehr genommen, als er tragen konnte. Ah, okay. Gut. So, also. Na gut. Rebellion. Nicht doch. Erschwein bringt ja da auch nichts. Habe aber auch recht. Viele Talentpunkte auf die alte Magie vergeben. Ah, okay. Nee, ich weiß gar nicht. Ich gucke dann halt immer so, ach ja, was sieht denn gut aus? Was könnte mich unterstützen, was mit der Heilung und sowas alles angeht? Da setze ich es dann ein. Vielleicht sollte ich auch mehr auf alte Magie gehen. Mehr Gold. Ich muss in der Nähe sein. Rebellion. Na jetzt, ah ja, da. Hier ist nichts. Ich kann ja hier eigentlich gleich mal üben, ne? Guten Tag. Ich werde dich hoch. Brandrock hat euch alle in den Untergang geführt. Das ging echt schnell. ich habe bestimmt hauptsächlich. Ah ja. Okay. So. Ah, hört man wenigstens mal was. Oh, welch angenehm. Ah, okay. Ihr seid das. Diese Stachelpilze. Hochstachelpilze. Was? Und Robert? Rebellion. Ja, jetzt tatsächlich weiter. Dann wartet nur ein kurzes Lager, was wir jetzt hier mal so auseinander gedröselt haben. Alliop. Finden wir auch gut Sachen, ne? Also Pilze und so. Rebellion. Gut, dass man das aktiviert. Was kann ich da schon wieder mit alter Magie angreifen? Achso, das Viech. Ja, komm, übertreib mal. Hat er sich Kopf gestoßen? Rebellion. Das habe ich die Spur verloren. Wenn ich schlecht im Ausweichen bin. Ah, okay. Kurz gesagt, habe ich auf Damage gesetzt. Ja, okay. Verstehe.
Ich meine, das ist auch ganz gut. Und ausweichen und wegrennen, da bin ich ganz gut. Bin gut im Wegrennen. Ich weiß nicht, ob das positiv ist, aber. Wahrscheinlich eher nicht. Hier hinten sind auch gleich wieder irgendwelche Viecher. Magst du Schmerzen? Ja, so. Das war. Das habe ich doch nie gesehen. Das könnte ich auch. Ups, nein, fuck. Nein, geh doch weg jetzt. Warum bist du nicht weggerannt? Vor zu sterben, was? Ja, vielleicht. Expelliarmus! Oh, das ist fein. Was? Ich werde dich holen. Bist du tot? Ich habe das Gefühl, du versuchst es nicht mal. So eine Lager sind übrigens sinnvoll, uns zu schleichen. Ja. Dachte ich mir schon, ja. Also von hinten töten, also kannst du dich so ranschleichen und dann halt quasi so Kehle durch. Ne? Wie es so in den meisten Spielen. Weil das habe ich, glaube ich, noch gar nicht versucht. So, jetzt müssen wir mal schauen. Nein. Revelio. Boah, wer ist da denn? Ach da! Guten Tag! Nein. Also siehst du, jetzt ist alte Magie fast leer, ne? Und ich denke mir dann so, wenn jetzt noch ein richtig fettes Ding kommt, ne, dann puh. Dann kann ich nur rennen. Ich meine, das kann ich nicht. So, ja, so eine Art Anschleichen und F drücken, glaube ich. Gucken wir doch mal. Wir haben doch hier. Da sind doch irgendwelche Gegner, ich sehe das doch. Habe ich doch auf dem Plan, warte mal. Schauen, ob ich mich bei dem, der hier hinten irgendwo steht, von hinten anschleichen kann. Ich glaube, der ist hier nicht oben, ne? Der ist unten irgendwo. Ist wahrscheinlich unter mir. Ja, der ist hier gar nicht. Kacke. Ist irgendwo hier unter mir im Tal. Ich gehe jetzt ins Bett. Gute Nacht, alles klar. Ja, dann gute Nacht und danke fürs dabei sein. Schlaf schön. Dann bist du ja auch schnell wieder aufgeladen. Andauernd alte Magiefall. Ja. Gute Nacht, mein Lieber. Trotzdem. Na gut, hier ist ja jetzt keiner. So, jetzt muss ich mal natürlich gucken, wo gehen die Goldflatschen weiter. Revelio. Da. Tatsache. Hast du schon rausgefunden, was dieses Geflüster ist? Ein Gold. Miffler. Es war doch nicht Catherine Haggerty. Guck mal. Oh, hallo. Na? Warte. Wie kann ich doch fangen?
Mach ich mal den hier. Kann ich doch bestimmt mit Arresto Memento kurz einfrieren, das Ding, und dann vielleicht fangen. Niffler! Vielleicht doch Stifler. Stifler's mal. Nee, leider nicht. Irgendwie Niffler, jetzt sofort! Sonst pupse ich! Ja, dann pups doch. Ja, wo ist es denn hin? Das Nipplat hier. Da ist er. Arresto, Moment! So, komm mal hier. Hab ich. Kloppen. Ich habe den Niffler. Jetzt suche ich das Erbstück der Familie Haggerty. Achso, das auch noch. Achso, aber nicht hier, ne? Wie viel das Viech gesammelt hat, ne? Süß. Ich brauche auch so einen Niffler. Vielleicht können wir uns dann in Berlin eine ordentliche Wohnung leisten. Kein Tierwesen, was? Stimmt, ich wollte ja eigentlich mal schauen, wie das mit dem Greifen nochmal geht, wie ich den rauswürde. Sogar ein grün-blauer. Ja. Ich hoffe, ich kann ihn behalten. Ich muss mein Gehege erweitern, das ist voll. Also ich hoffe, dass es erweiterbar ist. Ich habe letztens noch ein paar Viecherchen gefangen und ich habe nur so viele in meiner Tasche. Ich kann die nicht rauslassen. So, guck mal hier. Gute Neuigkeiten, Mr. Haggerty. Ich habe Ihren Dieb entlarvt. Jetzt hören Sie schon auf. Wir alle wissen, es war meine Schwester Catherine. Sir, der Dieb war eigentlich ein Niffler. Wie bitte? Sie wissen schon, klein, pelzig, diebisch. Ich bin ihm zu seinem Versteck gefolgt. Catherine wusste als Einzige, wie man in unsere Häuser kommt und wo die Wertsachen sind. Das ist wohl ein fieser kleiner Mistkerl. Wenn Sie das Versteck des Nifflers gefunden haben, dann müssen Sie auch mein Erbstück haben. Tut mir leid, Mr. Haggerty. Ich wünschte, das hätte ich. Es war wahrscheinlich zu viel erhofft. Ich weiß zu schätzen, was Sie aufgedeckt haben. Catherine ist eine Enttäuschung. Aber ich wollte nie glauben, dass sie hinter all dem steckt. Ja, nun, genau. Dank Ihnen muss ich das auch nicht mehr. Ja, weil gerade so sowas von überzeugt davon. Jetzt in die Augen sehen kann, aber sofort, sonst gut für dich, da mach doch. Ich sehe schon, mit dir zusammenleben wäre eine Vergasung. Ich müsste ständig lüften, ne? Nein, Quatsch. Das wäre lustig. So. Gehen wir mal hin. Vielleicht hast du ja schon eine Ahnung, wie ich das Ding erweitere. Ich wette, während du hier furzt, furzt auch im Wirklichen. Okay, was? Hat er gerade was gesagt? Kann ich mit ihnen sprechen? Das liegt jetzt. Webstuhl. Ambiente des Raumes? Nee. Nur wenn du nicht tust, was ich sage. Hey, ich hab den gefangen, du hast trotzdem gefurzt. So, Sappchen. Dann sag mal, wenn du dich auskennst, dann erzähl mir mal bitte, wie ich das Gehege hier erweitere. Oh, guck mal, wie sie gleich alle kommen. Hallo. Ihr seid ja so fein. Warte mal, dann muss ich hier mal kurz... So viel Zeit muss sein. So. Ja, hier seid ihr ein paar Feinis. So. So, und jetzt gibt's Futter.
Nom. 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 Guck mal, wie glücklich sie alle sind. Guck mal hier, du kriegst erst Futter und dann wirst du gebürstet. Hier, du brauchst auch noch Futter. So, und du wirst jetzt gebürstet. So, guck mal. Ups. So, das ist noch nicht so weit. Sammeln. Dann sag mal, wie ich das hier weiter, sonst pupse ich. Ich kenne mich nicht aus. Achso, ja gut, okay. Was? Du hast mit dem Furz angefangen. Ich hab noch kein Gehege. Achso. Achso, die wollte was sagen. Ja, dann sag mal hier. Was war. Ich dachte, der Hund schnuppert gerade. Irgendwas mit Ambiente und Bebspiel, ne? Ich würde gerne mit Ihnen sprechen, wenn Sie kurz Zeit hätten. Hallo, Deke. Professor Weasley sagte, du wolltest mir mehr über den Webstuhl erzählen. Hallo. Ja, Deke hat sich etwas überlegt. Er... Er gestaltet mal meinen Raum um. Und ein Troll. Nein, Leute. Oh. Die Zeitmaschine? Was ist denn hier los? Offenbar denkt der Raum, sie brauchen mehr Platz für Tierwesen. Wie Alles Deke klar. sagte, er hatte eine Idee. Deke weiß, wie sie die Kleidung testen können, die sie im verzauberten Webstuhl verbessert haben. Mhm. Und vielleicht könnten sie dabei einem alten Freund helfen. Wie meinst du das? Ein Hauself namens Tops sammelt für seinen Meister in einer Höhle bei Hogwarts Blutegelsaft. Tops Meister lässt ihn nicht aus der Höhle und Deke weiß, dass es dort von Spinnen nur so wimmelt. Das klingt ja furchtbar. Ja, und Deke hat schon länger nichts von seinem Freund gehört. Die Kleidung aus dem Webstuhl hat vielleicht nützliche Verzauberungen. Deke dachte, sie könnten sie testen und nach Tops sehen. Ich verstehe. Überlass das mir, Deke. Ich finde Tops für dich. Oh, danke. Bitte sagen Sie, Deke, was Sie über Deeks alten Freund erfahren. Ja, ich hoffe, dass er bald mit dir reden möchte. So, lass mal gucken. Was haben wir denn hier schön mit? Oh. Hier können wir aber nicht alle Viecher, oder? Ah, nee, okay. Ich dachte, hier ist eher kalt. Warte, das denn? Warte mal, können wir hier zu unserer Wiese? Nee, ne? Schade, ich dachte... Wir können dann nur bestimmte Tierarten überall reinmachen, ne? Denke ich mal. Hier könnten wir wahrscheinlich ihn reinmachen. Wolkenschwinge. Den habe ich auch, ach so. Ja, den Nippler. Machen wir hier hin. Schauen, ob die sich hier alle gut verstehen. Guten Tag. Oh, guck mal, wie sie gucken. Guck mal, wie sie gucken vor allem. Oh, guck mal. Oh. Wie er sich freut. Wie der Nüffler sich gefreut hat gerade. Oh, hier kriegst du ein bisschen Futter. Du auch. Bitte schön, Wolkenschwinge.
du hoch und du da hinten hoch. Ja, hier. So. Ich brauche einen echten Nippler. Ja, oder? Ich sag ja, mit so einem echten Nippler können wir uns vielleicht wirklich eine Wohnung hier in Berlin leisten. Oh, das ist... Achso, warte mal, ich kann ja hier auch durchgehen, ne? Aufheben. Das ist ja leichter, so muss ich die nicht einzeln irgendwie. Oh, du hast noch gar nichts gekriegt, ne? Komm mal her. Du wirst beschwören, freilassen. Ich kann die sogar benennen. Jetzt ist die Frage, welches Tier nenne ich Sappchen? Ja, dann pups doch. So, das hat gefressen. Sehr schön. Aus dem Wolkenschwinge fliegt, ne? Da. Ich würde ja Wolkenschwinge ganz gern mitnehmen immer, ne? Und damit fliegen oder mit dem hier. Aber ich glaube, das wird so noch nicht. Ich lasse mir das Ding wegnehmen. Ja, Sappchen, du darfst sie auswählen. Welches Tier möchtest du sein? Möchtest du dein Nippler sein? Wollen wir den umbenennen? Hier schmippert. Mann, gib mir einen Nippler. Komm her. So. Ausblenden, Tierbeschwörung freilassen. Nein, ich will ihn nicht freilassen. Achso, ich kann ihn gar nicht umbenennen. Das hier kann ich umbenennen. Den auch nicht. Okay, wahrscheinlich nur, was ich so freifange, dann. Ja. Natürlich will ich da Nippler sein. Ja, sehr gut. Ich meine, mit Stielen kennst du dich ja aus, ne? Okay, nein, ich sag das jetzt nicht, was ich im Kopf habe. Ja. Ich muss mal schauen, wie groß ist denn das Gehege? Ich. Blut-TV oder sowas. Ich muss mal schauen, dass ich so noch meinen Nippler finde. Und den kann ich dann bestimmt umbenennen. Ich denke mal, so relevante Dingens. Tierwesen werde ich nicht einfach umbenennen können, so wie Wolkenschwinge und der Nippler hier. Aber wenn ich denn einen namenlosen quasi fange, dann werde ich den wahrscheinlich umbenennen können. Erst auch nur machen und dann so. Ja, kann ich doch nichts für, ich hätte ihn umbenannt. Ich stehle nicht. Ich bin nur super süß und liebenswert. Genau das ist es. Gut, dann sage ich es halt. Du stehlst. Herzen. Ja. So schleimig. Ja, willst du schleimig? Ah. Liebe. Ah. So. Gut, aber ich werde mal schauen, wo sich die Viecherchen letztendlich am wohlsten fühlen. Ich glaube, der Nüffler würde sich hier auch ganz gut wohlfühlen, ne? Ich glaube sogar wohler. Das finde ich hier noch schöner, ne? Ich wünsche, die werden hier irgendwie miteinander verbunden, dass man hier irgendwie so rübergehen kann. Na, oh, wie es hüpft. Ich muss ins Bett. Ja, sehr gut. Ja. Oh, halt. Du hast noch nichts bekommen. Du kriegst jetzt. So. Einmal putzen. Und einmal füttern. Ja, und dann machen wir uns gleich. Machen wir auch gleich Schluss. Die Wurst muss auch raus. Der drängelt schon. Schlafend. So. Ja, gut. Alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal Schluss. Dann vielen Dank fürs dabei sein, fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wenn ich einen Niffler fange oder gefangen habe, der dann Sappchen heißt. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.